Was wäre, wenn man bei einer versuchten Geiselrettung beinahe in die Luft gesprengt wird, sein Bewusstsein verliert und dann im Inneren eines von debil gefangenen bevölkerten Irrenhauses dazu gezwungen wird, physisch in seine Erinnerungen zurückzukehren, um den Hergang der Katastrophe zu rekonstruieren? Das ist Get Even. Durch einen netten Freund vorgeschlagen im Spiel. Sind wir mal gespannt, was so auf uns zukommt. Und ja, wir starten mal direkt mal durch. Und ja, ich habe noch gar nicht angefangen. Ich weiß gar nicht, wie die Spielmechanik ist, ob wir Waffen haben und was so alles auf uns zukommt. Optionen technisch habe ich schon alles gemacht, dass der Sound ein bisschen runtergedreht ist. Tja, und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Schwierigkeitsgrad. Traumatisiert, du wirst mit allen Erinnerungen konfrontiert, egal wie qualvoll oder anstrengend sie sind. Aha, entspannt, nö. Gibt's nur die zwei? Entspannt? Du erlebst die Erinnerungen mit etwas mehr Sicherheit. Das Kampfgeschehen ist weniger anstrengend. Ja gut, wir nehmen traumatisiert. Okay, das ist eine Kamera. Ach nee, ne? Unbekannt, Black, halte dich vom Übergabeort fern. Wir haben das Mädchen, du kannst sie nicht retten. Lass die Sache auf sich beruhen. Also ich denke, wir sind ein Polizist und müssen eigentlich eine Person retten. Die Steuerung kann in Pausenmenü Escape eingesehen werden. Ach ja, okay, super toll. Muss aber sagen, die Grafik ist aber top. Für das, was mein Computer so herbringt, ist das gar nicht mal so schlecht. Springen können wir nicht. Ah, das ist geduckt halten. Können wir was mit der Kamera anstellen? Ah, größer machen. Und können wir dann hier was anstellen? Nö. Gut. Wo sind wir nun zum Henker? Gehst du jetzt weg? So. Nee, er mag nicht weggehen. Es regnet. Schön, da drüben sind mal... Könnte auch eine Drohne sein. Hubschrauber oder Drohne. Entweder oder. Übergabeort. Gibt's hier hinten was? Nö, wohl anscheinend nicht. Sehr eine Drohne. Kann man da reinschauen? Nein. Ah, so kann man rennen. Sehr schön. Nein, da ist wohl nichts zu finden. Cool.
unsere eigenen Füße können wir nicht sehen, aber das Wasser ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es spiegelt sich zumindest. Wir gehen einfach mal pauschal überall hin und nicht da, wo wir immer müssen. Aber das kennen wir von den anderen Let's Plays auch. Wo sind wir denn hier? Mit 2 und 3 wählst du deine Waffen. Boah, fett, wir haben Waffen. Oh. Und 3? Okay. Was glaubt er, was auf ihm zukommt? Okay, wir nehmen erstmal die hier. Ah, cool. Ich habe eine Tür gehört. Das ist jetzt ein bisschen gruselig. Ah! Okay, die Geisel finden und retten. Plausibel. Wie komme ich... Ah, guck mal. Scanner, Thermovision, Karte. Möchte ich haben. Boah, ist das cool. Boah, ist das cool. Boah, guck mal. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, wir müssen das Ding nie irgendwie aufladen. Okay, das ist ja mal heiß. Thermo? Okay, ist hier drin was? Nö. Aber hallo. Was kann man noch so anstellen? Scanner. Memoiren. UV-Licht. Aha. Was klickt denn hier die ganze Zeit so? Ist das hier so eine doofe Tür oder? Vom Wind etwas. Okay, das geht nicht so ganz. Posteingang. Na, okay, das ist das, was wir immer schon hatten. Dann Scanner. Erkennung läuft. Keine Beweise gefunden. Mhm. Ist ja richtig detektivmäßig hier. Haben jetzt geguckt, ob wir da reinkommen. Lauf mal, mein Freundchen. Nö. Läuft doch spitzenmäßig. So. Also, oh, guck mal, kann man so heranzoomen. Also cool wäre ja immer diese Werbeaktion. Sieht man nach nichts aus. Grüne Lichter an der Seite des Handys führen dich zu Beweisen in der Nähe. Jetzt müssen wir nochmal hier Handy nochmal abchecken. Beweise. Versuche die zerstörende Drohne zu scannen. Okay, die flog ja eben noch rum. Ah ja. Warum sind mehr grüne Punkte? FDG Drone Flight Control Board. This is military grade. Militärsausrüstung. Ach komm, die gibt's ja in jedem 1-Euro-Shop. Kann ich aber. Ich möchte diesen Thermodinger drin haben. Und dann sehen wir ja an den grünen Pünktchen, ob es Beweise in der Nähe gibt. Ja, jetzt ja. Zu. Okay, dann halt nicht. Auch zu. Na toll. Immer noch ein bisschen Ausschau halten nach Munition, wenn wir schon Waffen haben. Okay, da unten gibt es keine Schubladen.
Ah, okay, es wird grün. Grüner. Uah. Immer ein bisschen bedenken, dass hier gleich was um die Ecke steht. Es wird grüner. Ne? Da war vor kurzem noch wohl jemand da. Schade, der Fingerabdruck hat uns nichts gebracht. Jetzt haben wir immer noch was Grünes. Drei Pünktchen. Bin ich doof? Stehe ich vor irgendetwas und finde es. Ach, guck mal hier. Nein? Blut. Na also. Weiblich, 18, 22 Jahre. Das müsste wohl die Geisel sein. Oh, das ist ja praktisch. Jetzt können wir uns mit dem UV-Ding. Also hier am Boden. Schön. Da haben wir was. Oh Mann, ist das cool. Da müssen wir aber wohl hier zur Tür rein. Juhu! Natürlich könnten wir jetzt der Blutspur folgen, aber ich muss erstmal schon hier rein. Nochmal hier Beweise. Morphium. Sowas in der Art. Sowas in der Art. In den Regalen haben wir wohl mal nichts. Schön. Schön, dass es auch mal speichert. Finde ich auch sehr gut. Genauso voll in die Fresse. Warte, jetzt habe ich das nicht lesen können. Oh Mann, jetzt war es einfach so schnell. Stimme? Alter. Daneben verdammt nochmal Schrottknarre. Das sind Söldner. Okay. Wie sieht's denn hier aus mit Thermografie? Hallo? So. Es geht nicht durch Wände. Boah, wie blöd ist denn das? Takedowns sind schnell und effektiv. Wie viel sind's denn? Bounce! Okay. Aufnehmen. Was hat er denn da fallen lassen? Ach, Munition. Gut. Hat er sonst noch was bei sich? Da, hier, Kopfhörer-Ding. Das ist ja blöd, dass das Thermoding nicht durch Wände geht. Das ist ja ein bisschen doof.
keine Beweise gefunden, ja genau. Nimm mal mit. Wen haben wir hier? Zu dem hat er nämlich Boss gesagt. Mhm. Das Ding ist auch, warum sind wir Muttersehen alleine? Kann man den nicht filzen? So, Gesichtserkennung? Nein? Okay. Einmal hier mal eine Tür aufmachen. Und einmal dann auch hier eine Tür aufmachen. Ah, doof, hier geht's ja noch weiter. Blut. Da hatten wir doch was. Nein? Da. Aha, aha, aha. Ja gut, dann konnte die sich aber ein bisschen doch retten. Und hat so einen kleinen Fluchtversuch gestartet. Ernsthaft, ich komme da jetzt nicht rein. Da müssen wir irgendwie reinkommen. So, Tür eintreten geht nicht. Ich glaube, aufschießen bringt uns auch nichts. Na toll. Nee, da kommen wir auch nicht hin. Also wie gesagt, ich hoffe echt, dass wir keine Batterien noch einsammeln müssen. Scanner. Thermo. Thermo fand ich immer ganz gut. Auch wenn es jetzt nicht so dolle durch die Wände geht. Oh. Ich weiß nicht, Mann. Sie ist doch nur ein Mädchen. Wählen die Karten-App aus. Bewegungen werden auf der Karte in Echtzeit markiert. Karte. Ach du Scheiße. Wie sind die Treppe runtergekommen? Ach, wir können ja auch rechts laufen. Na toll, zu viele Gänge, zu viele Wege. Zu viel verschlossene Türen. Dann halt nicht. Bin mal gespannt, ob wir da jemals mal einen Schlüssel finden. Gut, dann treffen wir mal auf unseren ersten Gegner. Die Waffe. Hä? Ihr verarscht mich doch. Die sind oben oder unten? Okay. Können wir auch hier laufen? Nein, können wir nicht. Schade. Sind oben oder unten? Grün wird hier nichts. Da müssen wir vielleicht auch irgendwie was scannen müssen. Ich weiß, ich telefoniere mal kurz. Wow. Da ist zu. Und hier runter kann man nicht. Da ist zu. Okay. Was auch immer die Hintergrundgeräusche sind, ne? Oh Mann, hier ist aber auch alles zu. Da vorne rechts oder auch hier.
Komm, mein Freund, nehmen wir mal ein bisschen die Beine in die Hand. So. Und so. Hier würde sich mal so ein Tag der offenen Tür lohnen. Hallo? Jetzt. Komisch ist auch, dass die auch sich erst einmal dann bewegen, wenn wir uns dahin bewegen. Mhm. Sackgasse. Ja, sieht aber sehr gelb aus, mein Freundchen. Normalerweise mal dafür das Anzeichen, dass man da was anstellen kann. Wo sind jetzt denn die roten Pfeile hin? Oh Mann, die Geräusche. Mit E. Fatz. Okay, was für ein Polizist sind wir? Oder was zum Henker sind wir überhaupt? Warum hat er so abgrundtief coole Waffen dabei? Boah, ist das mega. Hier, Telefon. Was steht da? Wife. Liebe Dame, Ihr Mann ist leider... Er ist ausgerutscht. Auf eine Banane oder sowas. Ich weiß es nicht. Sie sind jetzt wohl wieder Single. Die einfach aufgelegt. Kann ich nicht aufnehmen? Dass man die nicht scannen kann. You already know why I'm thinking about this. Because you've had the same thoughts. How much did you know? I keep him around because he's useful to me. He was built to take orders. How much are you responsible for? He thinks he owns me. Was it really you who started all this? You understand how rare that is, to have no purpose other than the one you're given. But I've had enough now. I don't trust him. He's a hammer. I don't trust his games. The perfect tool. As long as you use him for the right job. I don't trust any of it. Party! The party! He's on his way! He's on his way! Gone because of you. We'll all be gone soon. And I'm gonna do something about it. I'm gonna get out of it. We're from such opposite worlds, he and I. That's why I find him so fascinating. That's why I've been studying him. I haven't figured out how yet, but I do know that when the time comes... Don't get any ideas. I'm going to need allies. The wheels are in motion. We can sort this out, the girls. So I need to know, are you with him? Or are you with me? He's a simple creature. He just needs... He's an objective.